Berlin. Aufgrund des neuen Ladenschlussgesetzes blieben die Geschäfte in den Teilen Deutschlands, in denen kein Feiertag war, heute zum ersten Mal bis um 20 Uhr geöffnet. Die Menschen in der Hauptstadt nahmen das Angebot, länger einzukaufen, begeistert wahr. Auch der Einzelhandel zog überwiegend eine positive Bilanz des ersten Tages. Ab heute dürfen die Geschäfte in der Woche immer bis 20 Uhr geöffnet bleiben, samstags bis 16 Uhr. Künftig wird es auch an Sonn- und Feiertagen frische Brötchen geben, weil das Sonntagsbackverbot aufgehoben ist. Berlin. Rund 30 vermummte Autonome überfielen am Abend eine Straßenbahn im Berliner Bezirk Friedrichshain und steckten mit Molotow-Cocktails in Brand. Die Bahn brannte völlig aus. Die Polizei setzte gegen die Randalierer, die vermutlich zur Hausbesetzerszene gehören, Wasserwerfer und Räumpanzer ein. Sie nahmen drei Männer fest. Zaire. Tutsi-Rebellen und ruandische Truppen haben nach Augenzeugenberichten die ostzairische Stadt Goma eingenommen. In Goma an der Grenze zu Ruanda wurde den ganzen Tag über heftig gekämpft. Rund 100 ausländische Helfer hatten sich dort verschanzt, weil sie wegen der Gefechte nicht ausgeflogen werden konnten. Mehr als 500.000 Menschen versuchen, sich aus dem Kampfgebiet in Sicherheit zu bringen. Das Wetter. Heute ziehen in der Nordhälfte Schauer- und Regenwolken auf. Nur in Alpennähe ist es sonnig. Die Höchsttemperaturen erreichen an der Küste bei kräftigem Westwind 14 Grad, am Oberrhein werden es bis zu 17 Grad.